Tanzen zeigt, wer du bist, sagt Let's Dance-Jurorin Mozi Mabuse. Promis und Profitänzer nehmen ihre Zuschauer bei ihren Performances mit in ihre eigene Welt. Die Welt von ein paar Kandidaten hat dabei in den letzten Jahren besonders berührt. Benjamin Pivko ist gehörlos, hörte die Musik, zu der er tanzte, nicht. Sein Rhythmus, die Performances und der Ausdruck zogen alle in ihren Bann und er beeindruckte zutiefst. Auch Paralympicsieger Heinrich Popov, der 2017 mit einer Prothese tanzte und Sängerin Joanna Zimmer in der Let's Dance Staffel 2012, die ohne Augenlicht über das Parkett schwebte, haben Zuschauer und Jury begeistert. Ihre Wahnsinnsauftritte und wie sie trotz Handicap mit ihren großartigen Tänzen brillierten, sehen Sie im Video.